was? Nee. Hier wird man keine 2 Sekunden alleine gelassen. Es ist doch hier. Da kommt schon der Mordi und sagt uns, wie es weitergeht, oder was? Ach, ja, gut, ich wollte jetzt schnell mal zur nächsten Stadt hin und dort beginnen. Jetzt kriegen wir den Hinweis hier vorgesetzt. Okay. Seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnomen, Hobbits und Eglodum zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwangfürst und mit Mordi. Na gut, lassen wir ihn mal reden. Hallo, ich bin's. Schätze mal, sie ist noch oben, oder? Danke. Hey, Zwergenfee, komm mal hoch. Ja, ich komm mal hoch. Morgen, Scherb von Kanto. Na, gefällt's dir, so angesprochen zu werden? Nicht wirklich. Gewöhn dich besser nicht allzu sehr an den Titel. Wenn ich erst mal in Fahrt gekommen bin, gehört der Ruck zu mir. Aber nicht mehr in diesem Let's Play. Nein, nein. Das ist erstmal egal. Hast du auch schon von diesem super starken Pokémon gehört? Ja, Molly, das musst du mir nicht noch. Du musst mich. Ich bin kein Kind, du musst mich nicht an der Hand führen. Ich finde da schon alleine hin. Ich weiß, wo ich hin muss. Super stark muss ich haben. Hahaha, ich wusste doch, dass das dich reizen würde. Das Pokémon wurde in der Nähe von Azulia City gesichtet. Ach was. Angeblich hat es sich dort in irgendeiner Höhle versteckt. Irgendeine Höhle. Gibt's da so viele in der Nähe von Azulia City, in denen wir noch nicht waren? Was sagst du? Gehen wir suchen? Wer zuerst fängt, gewinnt. Oh, wir haben ihn schon in der Top 4 besiegt als Champ. Im letzten Part haben wir den Champ besiegt. Ja, so sieht's aus. Wir haben ihn schon besiegt. Wir haben das Abenteuer mit ihm überlebt. Jetzt war das Abenteuer zu Ende und wir wollen nur noch ein paar Nebenquests. Ja, quasi Nebenquests erledigen und dann kommt der uns immer noch nerven. Es ist doch nicht wahr. Jetzt, wo du Champ bist, wird deine Welt ein bisschen größer. Du kannst jetzt überall auf dem Rücken von Glurak, Aerodactyl oder Dragoran durch die Lüfte fliegen. Aha. Hey, weißt du, gerade in dem Moment, in dem deine Welt größer geworden ist, aber erinnerst du dich noch an mich? Ich bin's, Axel von Rot 1. Jetzt, wo du Champ bist, habe ich tolle Neuigkeiten für dich. Überall im Kanto sind Trainer aufgetaucht, die Umgang mit seiner bestimmten Pokémon gemeistert haben. Sie nennen sich Meistertrainer. Ich an deiner Stelle würde mich für den Anfang an Evoli Meisterin versuchen. Du findest sie bestimmt irgendwo auf dem Pokémon-Weg. Wenn du mehr wissen willst, frag mich einfach. Nee. Nee, nein, danke. Hau ab, Kleiner. Ich hab was zu erledigen. Na dann. Versuchen wir es mal. Fliegen wir mal mit Glurak durch die Gegend. Aus dem Pokéball holen. Ist nun an der Seite. Na, ui, ah, okay. Jetzt fliegt es nur durch die Map, aber das hat es ja schon vorher getan, oder? Oh, ja, jetzt können wir auch durchs hohe Gras. Jetzt können wir einfach so über die Bäume drüber. Ach so. So war das gemeint. Über die Dächer der Stadt. Cool. Jetzt können wir es einfach überfliegen. Kommen wir einfach quer. Ach so, ja, hier kommen wir natürlich nicht rein, aber Bugtesting. Ja. Schade. Können wir nicht bis zur Top 4 siegeln. Das wird uns nicht gegönnt. Müssen wir schon durchlaufen. Aber Vertania City, da können wir lang fliegen. Über die Routen. Da wird uns einiges gespart. So sieht's aus. Ach so, ja, hier. Da müssen wir trotzdem noch durchlaufen. Ja, kann ich jetzt irgendwie absteigen, oder? Kid ist ganz rastlos.
Musste ich erst in den Pokéball zurückstecken? Oder wie mache ich das jetzt? Wie fange ich das an? Aus dem Pokéball holen. Und? Ah! Runtergefallen. Sehr gut. Naja, ich weiß nicht, inwiefern das ein gutes Ding ist. So weit kommt man damit nicht. Also man kann damit ein bisschen was umgehen. Also man kann das Gröbste umgehen. Also von einer Route zur anderen fliegen. Aber naja, man kann halt nicht drüber. Also man kann halt durch diese Tore nicht durch. Das wäre dann auch geil, wenn man halt wirklich über die Map fliegen könnte. Das wäre dann noch spitzenmäßiger. Halt über die Siegestraße drüber zur Top 4 fliegen könnte. Marmoria City. Achso, wir wollen woanders hin. Wo wollen wir denn eigentlich hin? In Veritania City war es nicht. Hier sind die Meistertrainer oder was? Hier. Vogel-Pokémon in den Lüften. Oha. Ja, ich fliege hier ein bisschen durch die Gegend. Jetzt wurde ich von einem Vogel-Pokémon angegriffen. Ach du schon. Sowas gibt's. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Ach, hier ist diese. Ach, hier ist eine Höhle. Ach. Ja, Blackie. Flieg du mich mal wohin? Oh, ein Geschenk für mich. Mini-Strauß. Aha. Für meine Mine als Trainer. Ah, okay. Thermotechniken. Himmelsritt ist dann doch effektiver. Das ist deutlich effektiver. Azuria, ja, nach Azuria ist das die Welt nur. Oder? Ich hätte besser aufpassen sollen. Ach, Glurak fliegt jetzt. Ja. Ja, alles klar. So kommen wir auch hier hin. So, Route 4. Ein bisschen chaotisch das Ganze gerade hier. Na dann. Diktri, komm du mal mit aus dem Pokéball. So. Was passiert denn eigentlich, wenn ich über dem Wasser... Ah, so. Ja, klar. Über dem Wasser runterfalle. Dann müssen wir hier nochmal rüber surfen. Alles klar. So, da haben wir sie, die Höhle. Ich denke doch, das wird sie sein. Die Azuria-Höhle. Wenn ich mich nicht komplett irre, sind wir hier richtig. Wir werden mein großes, legendäres Pokémon fangen. Und begeben uns auf den Weg. Einen großen legendären Pokémon-Fight. Das fangen wir uns noch. Das Ziel für den heutigen Part ist dieses Pokémon. Ja, ihr wisst ja schon längst, welches ich meine, welches hier in dieser Höhle versteckt ist. Und was hier gefragt ist. Spätestens nachdem ihr auf das Thumbnail geguckt habt oder den Titel gelesen habt. Müsste das klar geworden sein. Was los, Diktri? Bleibt einfach stehen. Sonderbonbon. Das können wir durchaus gebrauchen. Die Sonderbonbons haben wir ja für die Top 4 und jetzt schon verbraucht. So. Sprühdose, Topschutz. Ja, Topschutz ist gut, das können wir einsetzen. Da ist ein Ditto, aber kein interessant Ditto. Ein Topschutz. Mini-Strauß. Ein Blumenstrauß, der sorgfältig und mit viel Mühe für einen ganz besonderen Trainer gesteckt wurde. Ach, das ist der Strauß, den Evoli im letzten Part am Ende gefangen hat. Den sie sich gepflückt hat. Verstehe. Aber mit Topschutz begegnen wir dann noch dem Mewtwo. Jetzt habe ich es verraten, aber ja, ihr wusstet es ja schon. Ich denke, dem legendären Pokémon werden wir schon begegnen, oder? Oder ist es jetzt nicht da, weil wir Topschutz haben? Wird das jetzt verhindert dadurch? Das kann ja eigentlich nicht sein. Soll ja nur normale Pokémon aufhalten. Top-Bedämmer. Sachen finde ich hier in der Azuria-Höhle. Die hätte ich so für die Top 4 gebraucht. Verzeihung. Ich hoffe, ich habe das rausgeschnitten.
Der Genoss hat genossen. Du findest Top-Belebung. So. Kommen wir auch mal an. Bald. Ah, hier. Das sieht schon ziemlich final aus. Nee, ist es aber nicht. Hier gilt es noch ein kleines Leiterrätsel zu bestehen. Bevor wir zum Mewtwo hinkommen. Okay, hier noch nicht. Hier einmal um die Ecke. Hier gibt es noch ein Item. Da sah es schon fast so aus, als wären wir dort gewesen. Das wäre noch ein Ziel unserer Reise. Aber nein, da waren wir noch nicht da. Viele Leitern später. Ach so, da sind wir gerade runtergekommen. Dann vielleicht hier entlang. Na, irgendwo wird es doch hochgehen, oder? Da müssen wir ganz nach unten. Irgendwo wird es doch zum Mewtwo gehen. Irgendwo wird es doch stecken. Gut, hier noch ein Item, ein Fluchtseil. Ja, das können wir gebrauchen. Haben wir bestimmt noch genug am Beutel, aber... Ja, trotzdem danke. Schutzitem wirkt nicht mehr. Auch gut. Ja, okay. Mewtwo wird sich wahrscheinlich irgendwo in der Mitte der Höhle aufhalten. Nicht ganz am Rand, sondern irgendwo zentral. Da müssen wir mal schauen, wie wir hinkommen. Dass wir hinkommen. Dietrich hat womöglich einen Hinweis. Top Elixier. Ach, sind wir jetzt wieder am Anfang oder was? Gibt's doch gar nicht. Wellensport. So, versuchen wir es mal hier drüben. Suchen wir mal hier ein bisschen weiter. Oh, ja gut. Da ist die Mewtwo. Ist das hier am Eingang oder? Hier noch ein paar Carpados im Mewtwo herum. So muss das. Da haben wir sie. Ihn oder sie ist ein legendäres Pokémon. Also beides divers. So, auf geht's. Mewtwo. Das legendäre Pokémon Mewtwo. Mehrere Status Werte von Mewtwo. Ja gut, das war klar. Jetzt müssen wir es natürlich erstmal besiegen. Das Mewtwo Level 70. Kampfzeit 4 Minuten 50 noch. Flacherband, versuchen wir es mal damit. Also, kaputt gemacht, das Mewtwo. Oder auch andersrum. Ja, das müssen wir erstmal hinkriegen. Nächstes Pokémon. Ja, gut. Dazu so viel. Wenn wir das gar nicht erst besiegt kriegen, dann ist ja natürlich klar. Oder können wir durch Flucht oder können wir besiegt werden und dann trotzdem es fangen? Oder wie funktioniert das? Ich habe noch nie gegen ein wildes Pokémon verloren. Vielleicht wird das jetzt hier eine Premiere. Es ist ja kein wildes Pokémon, es ist ein legendäres Mewtwo. Ein sehr starkes, legendäres Mewtwo. Blizzard verfehlt. Ja gut. Alles klar. So viel dazu. So viel zum Thema, wie fangen uns das jetzt? Ich hätte vielleicht vor dem Kampf mal speichern sollen. Das wäre vielleicht nicht grundsätzlich verkehrt gewesen. Ja, das wäre vielleicht keine so blöde Idee gewesen. Jetzt müssen wir das Ganze, den ganzen Scheiß mit Molly nochmal machen, um hierher zu kommen und nochmal durch die Höhle wandern. Auwei. Ja gut, Evoli war mein stärkstes Pokémon, also ich meine,
Was soll hier noch... Was soll Mewtwo hier noch groß schaden? Das ist... Ich weiß es nicht, also... Eventuell könnte Psychokinese alle gehen, aber... Ich glaube, Psychokinese ist jetzt keine Attacke, die so wenig KP hat. Ja gut, was sagt man dazu? Meine Pokémon halten das noch nicht wirklich aus. Müsste meine Pokémon vielleicht noch trainieren und die Zeit habe ich eigentlich nicht so direkt. Schaufler oder Geofassur? Schaufler ist glaube ich effektiver. Da kann man nicht direkt getroffen werden. Aurei. Na komm, Schaufler. Vielleicht bringt's ja was. Und da kann sie dich in der Runde nicht angreifen. Yep. Psychokinese verfehlt. Ja gut, aber die Attacke, die tut's jetzt nicht wirklich. Ja, gut. Topbeleber auf Blacky. Ich weiß nicht, was das bringen soll, aber wir haben sie noch. Können wir sie verschwenden. Ja gut. Vielleicht lässt uns das Spiel ja trotzdem. Ich glaube nicht dran, aber vielleicht tut uns das Spiel ja trotzdem fangen lassen. Also möglich ist es auf jeden Fall, das zu besiegen. Wir haben es schon fast bis zur Hälfte. Na komm. Weckruf ist sehr gut. Flackerwand. Na komm. Ja, das war wohl nichts. Und Verbrennung ist auf jeden Fall wertvoll. Müssen wir nur so lange durchhalten. Bis Verbrennung das zu Ende bringt. Auwei, ja. Der Rest des Teams hält so einen Schlag aus, aber irgendwo die wird sofort besiegt. Nächstes Pokémon rufen. Ja gut, die gehen jetzt irgendwie als Evoli-Beleber. Ich setz die Karten jetzt einfach mal auf Evoli und meine zwei Top-Beleber, die ich noch habe. Aua. Ja, da können wir wirklich neu starten. Ach nee, Genesung. Verarsch mich doch nicht. Rankendieb, vielleicht bringt das was. Amnesie, okay. Alles klar. Ja, das bringt nichts. Verbrennung schadet weiterhin, aber so lange halten wir das nicht durch. Rasierblatt. Ja, die setzt gleich was ein und schon ist es vorbei. Oh Mann. Rasierblatt. Ja, ist halt nicht effektiv. Das ist noch untertrieben. Mewtwo ist verschwunden. Ja gut. Ja gut. Dazu so viel. Ja. Ja, gut. Ich bin da mal kurz. Ich bin dann kurz mal weg. Ich mach das nochmal von vorne. Ich hätte wirklich speichern sollen vorher. So ein Mist auch.
Gut, da wären wir wieder. Zweiter Versuch. Ich speichere mal kurz hier. Das wäre grundsätzlich nicht schlecht. Diesmal mal Lavados im Team. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Wie viel uns Lavados hier an Vorteilen bringt. So, und dann versuchen wir es nochmal. Kampf gegen Mutter. Wir kriegen, was er irgendwann mal Fürstkai besiegt. Also im dritten Versuch. Mito erscheint. Los, Blacky. Ja, die können wir halt wahrscheinlich nicht in die Box nehmen. So, gleich mal Risikotickel. Ja, vielleicht wäre Verbesserung besser gewesen. Ja. Wir versuchen es gleich mal mit Lavados und den legendären Pokémon. Anderen legendären Pokémon. Er bis Herz mit Arctos und also mit Arctos nicht so viel gebracht. Aber ja, vielleicht Zapdos und Lavados. Schauen wir mal. Legendäres Battle. Legi gegen Legi. Könnte klappen. Muss nicht. Könnte. Donnerblitz. Na komm. Ich glaube, der hält das nicht durch. Level 50. Ja. Mit ein bisschen Training in der Top 4. Wer labert das vielleicht? Ja, labert das, tappt das. Wir hätten trainieren müssen. Ich weiß nicht, was gegen Mewtwo effektiv ist. Also. Komm halt durch. Ja, unsere Legis, die halten es nicht so wirklich durch. Den Versuch war es wert. War wohl nix. Arctos, du vielleicht. Haben wir alle drei versucht, einfach mal um es zu zeigen. Der hält, glaube ich, am längsten durch. Weil Level 53 ist. Naja, hält auch nicht länger durch. Ja, so sieht's aus. Legis gegen Legis. Haben wir mal geklärt, wer hier der Stärkste ist. Und dann mal du, Dietri. Schaufelster eventuell. Nützlich. Mit Goofy so können wir auch probieren, aber Schaufler, da haben wir zumindest die Chance, eine Runde auszusetzen. Oder auch nicht. Ja, das sieht. Sieht nicht gut aus. Jetzt können wir mal sehen, was passiert, bevor es abhaut. Wenn wir verlieren. Die Möglichkeit habe ich dann auch noch nicht gesehen. Beim letzten Mal ist er einfach abgehauen. Ja, und dann müssen wir mal die Flucht ergreifen. Das ist kein Kampf gegen Pokémon mehr. Na dann auf ein neues, auf ein drittes. Ja. Zur Not müssen wir einfach mal fliehen. Vielleicht funktioniert es dann. Fliehen lässt sich dann fangen. Also besiegen können wir das Ding nicht. Zum Mewtwo. Schaut gerade nicht so aus. Und da haben wir jetzt nicht die starken Pokémon für. Mein Team, was mich durch die Top 4 gebracht hat, was stark genug war, um die Top 4 zu besiegen, reicht für Mewtwo nicht. Und blöderweise ist das hier in Pokémon Let's Go Evoli so, dass wir nicht zwischendurch Pokébälle werfen können. Das ist also in den anderen, in den bisherigen Generationen war es immer so, dass man gemerkt hat, ja, scheiße, mein Team bringt es nicht. Dass man dann zumindest noch schnell mal einen Meisterball werfen konnte, dass man dann sagen konnte, ja, gut, ich bring's nicht und wirf den Ball. Ich versuche es gerade hier. Ja, das sind hier nur die Kampf-Items. Da ist kein Ball mit dabei. Dazu müssten wir es wirklich halt. Dazu müssten wir es mal besiegen. Das ist halt die Scheiße. Das ist die Scheiße hier. Das ist halt hier die, ja. Die Scheiße in diesem Kampf. Pokémon Let's Go Evoli.
In allen anderen Generationen wäre das schon gegangen. Also, wenn wir zwischendurch mal einen Ball werfen können, hätten wir uns Mewtwo trotzdem gefangen. Na gut, wir haben sie im Part, ihr habt sie gesehen, also der Blizzard hat jetzt nichts gemacht. So viel dazu. Ich habe den Kampf gegen Mewtwo gesehen, dreimal, und es dreimal versucht. Ja, tut mir leid, dass das nichts, dass daraus dann jetzt nichts wird, aber tja, stärker Pokémon als die habe ich auch nicht. Also das ist wirklich mein Pokémon-Liga-Team, also bis auf Zapdos. Ja, was soll ich sagen? Können wir es nur besiegen lassen. Und dann einfach fliehen. Ja, Diktil versucht es nochmal und dann fliehen wir einfach mal. Haben wir alle Möglichkeiten durchprobiert. Die vierte Möglichkeit wäre, das Mewtwo zu besiegen und zu fangen, aber die haben wir mit unserem Team nicht. Das ist nun mal leider so. Auch Evoli kann das nicht hinkriegen. Tja, mein Team ist zu schwach für Mewtwo. Ich geb's auf, ich hau ab. Ja. Leider, müssen wir das so machen. Es tut mir leid. Und dann können wir die Kampfzeit einfach abwarten. Das wäre es natürlich, da oben steht Kampfzeit. Können wir das hinauszögern? Können wir hier einfach mal warten? Haut sie dann ab oder können wir dann einfach nach der Kampfzeit fangen? Das wäre natürlich die Möglichkeit. Ich warte das jetzt mal. Eine halbe Minute, rot wird die Kampfzeit. Ja, jetzt bin ich aber mal gespannt. Haut's da ab? Das wäre jetzt die große Frage. Große Preisfrage. Ist das die Zeit, wie lange Mewtwo sich geduldet, bei uns zu bleiben? Oder können wir danach fangen? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, wir werden es gleich sehen. 3, 2, 1, 0. Das habe ich vermutet. Ja, das haben wir schon beim ersten Mal gesehen. Mewtwo ist verschwunden. Ja gut. Die Flucht läuft wahrscheinlich auf dasselbe hinaus. Ja, gut. So viel dazu. Da haben wir Mewtwo mal gesehen. Ja, haben wir das mal gemacht. Na dann würde ich mal sagen, damit ich nach oben soll es trotzdem irgendwie gefallen haben. Wird es euch gefallen haben, Mewtwo zu sehen. Ja, kann ich nichts tun. Ist halt ein starkes Pokémon. Was man nicht mal fangen kann, wenn das Team zu schwach dafür ist. Naja, lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und nicht abgeschreckt wurdet durch diesen Part. Habt noch einen angenehmen flüssigen Tag. Man sieht sich im nächsten Part wieder. Ja, dich will ich nicht. Ja, hätten wir den Meisterball halt. Hätten wir wahrscheinlich eh behalten. Hätte ich eh nicht finden. Ich hätte Mewtwo versucht, mit einem Pokéball zu fangen. Naja, haut da rein. Macht's nicht gut, macht's besser. Fangt euch ein Mewtwo. Bis dann und ciao.